begeben wir uns in die Szene. Hier ist der Umschlagplatz für alles. Was meinst du alles? Hier findet man alles. Drogen, wenn man irgendwelche Sachen braucht oder irgendwas verkaufen will, kommt man hierher. Dann, man kann hier alles kriegen und man wird hier meistens auch alles los. Ne? Szene halt. Ne? Ich wollte auch nur schnell mal vorbeiziehen hier. Wir wollen ja gleich... Du hast keine Rivus oder sowas, ne? Rivus? Lyriker? Auch nicht. Ist keiner hier? Nee, Alter, nix. Toxipin habe ich in der Tasche. Ja, willst du 50 Cent für, Alter? Ich brauche nur 3 Euro, Alter. Ich brauche unbedingt... Ich habe meinen Cola heute, Alter. Ist mir auch so. Ja, warte mal, aber... Manche sagen immer, die haben Drogen oder nehmen Drogen, weil die irgendwelche Sachen verbergen wollen oder verarbeiten müssen und so weiter. Ich habe das einfach just for fun genommen und ja, bin da reingerutscht und habe da einfach alles unterschätzt. So ein bisschen. Und jetzt sitze ich hier. Ja. Zwischendurch Krebs gekriegt, Nase ist ab. Ne, also, wie ist das mit der Nase passiert? Höchstwahrscheinlich durch den Stoff, also durch den Dreck, der im Heroin drin ist und so weiter. Das ist durch das Mittel, das einfach reingeschmissen wird, um es zu verschneiden. Wir gehen weiter. Ne? Erstmal gleichfalls reinhauen. So. Hauptsächlich Heroin, Haschisch, Gras, viel Pillen, Rivotril, Kokain, ja, aufgekochtes Crack, Tilidin, Lyrica, ganz neu, Scheißzeug, macht die Leute schnell verrückt. Dann kann auch die Stimmung von einer auf die andere Sekunde kippen. Da werden dann schnell Messer gezogen. Ein-, zweimal auch schon mit Kanone wurde hier geschossen. Warten, Digga, und ab. Insasse gestürzt, hat Gesichtsverletzungen. Ja, verrückt. Verrückt. Wie kann so ein passiert. Insasse da stürzen? Bestimmt nur ein bisschen Promille. Was habt ihr denn überhaupt? Moin. Wir sind nur zur Unterstützung. Ihr seid nur... Okay. Moin! Wie war er bei euch? Leicht aufmüpfig. Alles klar. Zum Kollegen, Herr G***, drehen Sie sich mal um. Hat er bei euch irgendwas gepustet oder so? 2,47 und 5%. Moin! Mach mal die Augen auf, Mensch! Einmal aufstehen. Pass auf, Kopf. Das ist nur oberflächlich, ne? Ja. Zwei, drei Stiche muss genäht werden. So. Kriegst du das hin, mal einmal aufzustehen? Und er ist jetzt nur wegen hier, oder? Okay, alles klar. So, geht jetzt gleich einmal in die Uniklinik, ne? Du hast hier am Hinterkopf... Ja. Ne, das muss genäht werden einmal. Nein, muss er nicht. Doch, muss. Muss er nicht. Ich hatte einen Rückfall gehabt. Nach einer Trennung. Ich habe Kokainrückfall gehabt und da war so ein Dreck drin. Das hat sich bis zur Arterie durchgefressen. Und habe über 40 OPs hinter mir. Ab 40 habe ich nicht mehr mitgeführt.
Aber jetzt habe ich Hüftex. Das heißt keine Hüfte mehr. Zement als hinter, im Hintern, als, damit ich sitzen kann. Ja, das habe ich halt hart dran zu knacken. Ne? Ja, ich muss jetzt leider ein bisschen Geld rankriegen, was zu essen, trinken. Vielleicht treffe ich noch ein paar Bekannte. Dann will ich auch nicht immer alleine sein. Zwei Haltestellen sind das, glaube ich, und müssen noch raus. Kann ich die Rampe mal bitte haben? Dankeschön. Kann mir jemand die Rampe bitte mal geben? Danke sehr. Vielen Dank. Brauchst du die Dose noch? Danke fürs Gespräch. Und danke für die Dose. Wenn ich guckse, dann mag mein Hund mich nicht. Deswegen lasse ich über die Finger erstmal davon. Auch so wie beim Sohn und wie meiner Gesundheit. Ne? Ich mein Immunsystem ist echt daneben, durch die ganzen OPs, Antibiotikas. Ja. Entschuldigung, darf ich Sie noch ein oder zwei Euro vielleicht fragen? Schönen Abend noch. Jetzt kommt der nochmal voll. Ja, das ist mir dann aber egal. Nee, das ist ja leck Arsch. Ja, dann kommt der Rest eben gleich so. Ich wusste, so ein Fuck geht hier ab. Aber was soll man das da auch stehen lassen, wenn man das nicht. Ich verstehe das nicht, Alter. Das ist so. Das darf ich natürlich nicht alles da rein tun. Here we go. 30 nicht, wir brauchen 60. Ach, hier muss er noch zahlen, ja. Ja, ne, war es die 3 oder die 4? Die 3, okay. Ja, na gut, Dinge sind 3, ja. Dann müsste er jetzt losgehen, ne? Ja, ich hab doch gezahlt, du Pennermann. 3 kostet es nicht, 2,50. 6 bis. Oh, das sind aber so ein paar Idioten, ey, so. Jetzt geht's wahrscheinlich. Ich setze mich hin und mach mein Bier erstmal auf. Ich bin geplättet, Alter, ehrlich. Scheiße. Ja, sowas schafft mich zum Beispiel echt. Deshalb mag ich die Menschen allgemein kaum noch, ey, weil. Ja, schlimm, aber ist so nicht. Ich versuche gerade so zu leben, dass ich absolut ehrlich bin zu mir selbst, zu anderen Leuten und dass ich wirklich mir wirklich beweisen kann, ich brauche nicht viel Geld. Das funktioniert auch, wenn ich die scheiß Drogen komplett weglassen könnte. Ich sage mal in dem Fall im Moment das Koks, ne? Dann würde ich mit der scheiß Knete sogar einigermaßen auskommen. Ja. Ja, weil sie dann Angst haben und das wissen, was verarscht diese Leute sind. Das ist das Problem. Siehst du den Müll? Dreh dich mal um. Siehst du den Müll? Ich zeig dir gleich mal, was richtig schick ist. Überall. So. Geschafft. Eieieiei. Schön lecker, lecker. Das meine ich mit verdreckt Garten. Also
vielleicht haben die das, es ist sowieso dreckig, aber als ich das letztes Mal da war, ich habe gedacht, ich schier, da lagen da tote Tauben auf dem Hof, tote Ratten, aber solche Zombies hier, normalerweise geht das hier schon los. Ah, ich glaube, ja, Container steht da. Die haben echt sauber gemacht, das kann ich gar nicht glauben. Geht ja schon weiter hier. Geht schon wieder los. Ja, hier werden viele Geschäfte abgewickelt. Also nicht der Hinterhof selber, sondern vorne eigentlich eher an der Pforte. Wenn man hinten sind meistens die Koks rauchen oder die Konsumenten. Ihr könnt hierher kommen, wir gehen. Lass uns mal weggehen, weil die machen da Blödsinn. Da ist man ja noch ein Bunker dran. Wie? Was ist? Ich habe gesagt, jetzt waren die am Bunker gerade dran. Am Bunker? Ja, wo die ihr Stoff gebunkert haben. Als ich hier noch richtig verkauft habe, da saß ich teilweise von morgens um 8 bis nachts um 12 saß ich dann hier draußen auch und so. Hat sich das gelohnt? Ja, damit man seinen Eigenbedarf gedeckt hat und am nächsten Tag wieder funktioniert hat. Ne? War leider so. Gelohnt, also lohnt tut sich das sowieso nicht. Das ist irgendwie alles nur ein Trott. Man, im Großen und Ganzen lebt man nur vor sich hin, in den Tag hinein. Es gibt ein paar Leute, mit denen kann man reden, ein paar Leute kann man überhaupt nur in die Tanne treten. Ich gehe ab einer gewissen Zeit nicht mehr alleine durch die Gegend. Oder wenn, habe ich irgendwie versucht, Pfefferspray oder sowas, aber richtig bringt das auch nichts. Wenn ein paar Leute vor dir stehen, kannst du noch so groß sein. Ja, das ist es, ja. Das hier wird irgendwann, wenn ich da mal zu komme und ich fertig bin mit Aufräumen, soll das mal das Schlafzimmer werden, wenn es fertig ist. Soll ich alles zum Vorschein suchen? So, das kann man dann auseinanderbohren. Kommt da unten die Rolle rein. Da, oder? Hier habe ich auch noch welche drin. So. Dann kann man damit angeln. Oder auch nicht. So. Und das Gewehr? So, das ist für schlechte Zeiten, wenn der Gerichtsort hier kommt. Dann nehme man das. Und er schieße den Storch. Ist denn der Gerichtsvollzieher schon mal da gewesen? Nö. In meiner Saufzeit habe ich mich da alles ein bisschen wenig drum gekümmert. Ich muss jetzt mal langsam sehen, dass ich eins nach dem anderen wieder auf die Rolle kriege. So, das hier ist Bad. Gibt's da Licht? Nee, da muss ich erst mal die Glühlampe holen.